Liebe Schwestern und Brüder, das Wort Gottes hören und danach handeln, wie Jesus das sagt, als ein Kriterium zu seiner Familie zu gehören und nicht nur dazu zu gehören, sondern seine Familie zu werden und es zu sein. Das sagt sich schneller, als dass es getan ist. Wir können eine kleine Probe machen. Zunächst eine, die uns nur mittelbar betrifft. Gestern haben wir, oder sagen wir diese Woche, lesen wir aus dem Buch der Sprichwörter. Gestern war das ein kleiner Abschnitt aus Kapitel 3. Heute sind wir bei Kapitel 21. Man staunt, wie das über Nacht geschieht. Wahrscheinlich haben wir alle weitergelesen in diesem Buch. Das ist ein Zeichen dafür, dass man, als man diese Leseordnung machte, dachte, naja, wir suchen ein paar Sachen aus. Vor allen Dingen kommt hier dann Nächstenliebe vor, das kommt immer gut. Den Rest brauchen wir dann nicht so. Das ist nicht so gefragt. Diese Spruchweisheiten, das klingt immer so, das, was einem die alte Oma gesagt hat, so nach Benimmregeln, das klingt so nach überholter Pädagogik. Wer braucht das eigentlich? Hören wir noch einmal Jesus. Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Die Väter der Kirche, allen voran die Mönchsväter, haben dieses Buch geliebt. Wenn man in der Sammlung ihrer Schriften einmal hinten im Register schaut, dann fällt auf, Sprichwörter kommt ganz oft vor. Und wenn man dann die Mönchsregeln liest, dann weiß man auch warum. Denn sie haben versucht, das Wort Gottes zu hören und es zu befolgen. Allen voran diese Sätze, die so viel Lebensweisheit enthalten, die keineswegs überholte Pädagogik sind. Aber warum sind wir eher reserviert vor dieser angeblich überholten Pädagogik? Weil es hier klare Aussagen gibt. Es gibt richtig und falsch, es gibt rechts und links, es gibt oben und unten, es gibt hell und dunkel. Das mögen wir nicht. Wir sind Zeitgenossen von Grauzonen. Wir sind Zeitgenossen von solchen, die sich immer so ein Hintertürchen offen halten. Alles, bitte, alles ist möglich, nur ja, keine Klarheit. Wir erleben das ja auch zurzeit in der Kirche. Keine Festlegungen. Wahrheit ist ein Prozess, sagen wir dann. Ist Jesus ein Prozess, wenn er von sich als der Wahrheit spricht? Müssen wir, wer sind wir eigentlich, dass wir Jesus jetzt noch entwickeln müssten? Weil er hat sich selber wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Dazu hat er auf uns gewartet, dass wir das tun. Das ist so lächerlich, wenn man das einmal genauer anschaut. Es würde uns allen gut tun, dieses Wort Gottes zu hören und zu befolgen, und zwar jedes Wort Gottes, auch das der Sprichwörter. Es lässt uns vieles verstehen. Es lässt uns politisches Handeln verstehen. Es lässt uns die Ränke von Mächtigen, ob in oder außerhalb der Kirche, verstehen. Und es lässt uns uns selber verstehen. Unser oft so wankelmütiges, unentschlossenes Herz, die Abgründe, die sich zuweilen auftun, aber auch die Chancen, die darin liegen, eine Entscheidung zu treffen und ihr treu zu bleiben.